Genial, Gartenbau. Herzlich willkommen zur Themenreihe Fachrechnen. Bodenauf- und Abtrag ist für euch als Landschaftsgärtner Alltagsgeschäft. Überrascht euren Chef mit eurer Fähigkeit, in 0, nichts die dabei zu bewegenden Erdmassen ausrechnen zu können. Nehmt euch etwas Zeit für dieses Tutorial und schon ist die Prüfung erfolgreich bestanden und die erste Gehaltserhöhung fällig. Los geht's, eure Lehrerin 2.0. Die Mission? Im Neubaugebiet Sonnenlind wird ein Regenrückhaltebecken erstellt. Berechnet die Anzahl der Lkw-Fahrten zum Abtransport des Erdmaterials. Die Vorgaben. Die Maße des Regenrückhaltebeckens sind im Lageplan zu entnehmen, den wir uns noch anschauen werden. Der Verdichtungsfaktor des Aushubmaterials liegt bei 1,25. Das Gewicht der losen Erdmasse beträgt 1,6 Tonnen pro Kubikmeter. Der Sattelzug hat eine maximale Ladekapazität von 26 Tonnen. Bei dem Regenrückhaltebecken handelt es sich um einen Erdkörper mit ungleicher Deck- und Grundfläche. Was das heißt? Zur Volumenberechnung eines geraden Körpers, zum Beispiel eines Quaders, multiplizieren wir die Grundfläche mit der Auftragshöhe bzw. beim Aushub mit der Abtragstiefe. Das Volumen ergibt sich dann aus der Multiplikation von Grundfläche und Höhe. Bei Erdmassenbewegungen ergeben sich aber in der Regel Körper mit ungleicher Deck- und Grundfläche. Dazu gehört in erster Linie der Pyramidenstumpf. Von einem Kegelstumpf spricht man, wenn die Grund- und Deckfläche einen kreisförmigen Grundriss aufweist. Die Näherungsformel zur Berechnung dieser Körper lautet Grundfläche plus Deckfläche geteilt durch 2 multipliziert mit der Höhe bzw. Tiefe. Der erste Pyramidenstumpf mit kleiner Grund- und großer Deckfläche kommt dabei der Form unseres Regenrückhaltebeckens am nächsten. Hier der Beweis. Jetzt schauen wir uns das Aufmaß an. Die Zahlen über den gelben Pfeilen sind die Höhen. Das Becken ist also 4,50 Meter tief. Auf dieser Grundlage berechnen wir die Grund- und Deckfläche. Zunächst berechnet ihr die Grundfläche. Es handelt sich ja um ein Rechteck, also nehmen wir die Länge mal die Breite. 26,50 Meter. Mal 7,50 Meter ergibt eine Fläche von 198,75 Quadratmetern. Wir kommen zur Deckfläche. Wieder Länge mal Breite, 40 Meter mal 21 Meter. Ergibt 840 Quadratmeter. Und jetzt das Volumen. Zur Berechnung unseres Volumens nehmen wir die Formel zur Hilfe. Wir setzen die Zahlen ein. 198, 75 Quadratmeter, das war die Fläche unserer Grundfläche, plus 840. Quadratmeter, unsere Deckfläche. Das Ganze teilen wir durch 2 und nehmen das Ergebnis mal unsere Tiefe von 4,50 Meter. Das Zwischenergebnis sieht folgendermaßen aus: 519,375, wir machen es jetzt mal ganz genau, Quadratmeter mal 450 ergibt ein Volumen von 2337,19 Kubikmeter. Jetzt berücksichtigen wir noch den Verdichtungsfaktor und das Gewicht.
Zunächst rechnen wir aus, wie groß unser Bodenvolumen im gelockerten Zustand ist. Im gewachsenen Zustand hatten wir unsere 2337,19. Die nehmen wir jetzt mit unserem Verdichtungsfaktor mal 1,25 und erhalten das Ergebnis von 2921,49. Gut. Das sind unsere Kubikmeter im gelockerten Zustand. Das möchte ich aber gerne noch in Tonnen umwandeln. Dazu nehmen wir wieder unsere Tabelle und schreiben auf hier unsere Kubikmeter. Auf die andere Seite die Tonnen. Und wir wissen, dass ein Kubikmeter 1,6 Tonnen wiegt. Jetzt müssen wir lediglich die eine Seite mal unserem Bodenvolumen rechnen, nämlich 2921,49 und haben dann unsere Kubikmeter hier nochmal stehen. 2921,49 und das machen wir auch auf der anderen Seite, logisch, mal 2921,49 und erhalten das Ergebnis von 4674,38 Tonnen. Das schreiben wir nochmal sauber unten drunter. Boden, Aushub, 4674,38 Tonnen. Zuletzt berechnen wir noch die Anzahl der notwendigen Lkw-Fahrten. So, wir setzen die Größen wieder in die Tabelle ein. Wir haben einmal unsere Lkw und die Tonnen. Wir wissen, auf einen Lkw passen 26 Tonnen. Wir rechnen auf eine Tonne herunter, indem wir durch 26 teilen, haben hier die 1 stehen. Geteilt durch 26. Schreiben das hier wieder als Bruchstrich, um eine lange Dezimalzahl zu sparen, 1/26. Und nehmen das Ganze dann mal unserer Erdmassentonnenzahl. Das ist nämlich mal 4674,38. So, auf der anderen Seite auch. Und haben wir unser Ergebnis von 179,78. Und okay, die kann ich jetzt nicht fahren lassen, sondern die rundet man natürlich auf. Also Anzahl der Lkw-Fahrten 180. Okay, das war's an dieser Stelle von mir. Schaut euch auch gerne die weiteren Tutorials zum Fachrechnen an und ich freue mich wie immer über jeden Abonnenten. Alles Gute! Eure Lehrerin 2.0